Hallo und herzlich willkommen beim Tekken Let's Play! Yay! Hallo, willkommen zurück! Ich starte mal den Countdown. Diesmal. Ich liebe es. Yeah! So, in der letzten Folge sind wir ein bisschen upgeraged. Wir. Du. Und mir gerade einfällt, ich habe noch nicht mal ein Jetpack dabei, wo ich mir mal. Weißt du? Ja. Wo ich mir wenigstens mal ein bisschen Energie tanken könnte, aber nein! Ich werde es kaputt. Nein! Jetzt ist er schon wieder tot. Nein, nicht ganz. Aber der Creeper. So, ihr Penner. Bitte. Alter, hier wirst du bekloppt. Ich glaube, du kannst einfach kein Ticket spielen. Nee, ich werde hier einfach langsam bekloppt mit dir. Nee, du kannst einfach kein Ticket spielen. Deine Mutter. Apropos, du wolltest eigentlich Themen ansprechen. Ja. Ja. Hast du die eigentlich schon wieder vergessen? Nee, die habe ich mir sogar aufgeschrieben. Dann lies mal vor. Gestern war ja DFB-Pokal, ne? Nee, nicht DFB-Pokal. Champions League ist dasselbe. Ich hasse Fußball. So. Ja, ist alles das Gleiche. Ja, was, du als Fußball-Nerd. Was hältst du davon? Bist du da vorgestern so voll abgeraged und hast dich dann übelst besoffen, weil. Ja. Weil Bayern gewonnen hat. Ja. Nein, ich finde es wirklich schade, dass Bayern gewonnen hat. So. Ich hätte es Dortmund echt gegönnt. Vor allem, weil ich Bayern total hasse als Bremen-Fan. Achso. Das ist so. Das ist so ein Bremen-Ding. Ja, genau. Genau so sieht's aus. Wo hast du die Diamanten? Sag jetzt nicht, du hier, hast hier, die. Hier, da ist alles in der Kiste. Oh. Hier sind auch noch ein paar. Ja, ja. Also ich hab's gestern nicht geguckt, ich hab nur Facebook und da ging's dann übelst ab und da haben dann übelst viele Leute übelst viele Sachen geschrieben und bestimmt die, die sich am wenigsten damit auskennen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist immer so, auf jeden Fall grundsätzlich. Stehen sie. Oh. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, nicht so großer Fußballfan, gar nicht. Hust. Und also ich kann aber nicht so viel anfangen. Ich weiß zwar, wo es rum gegangen ist, es war irgendwie so ein ganz großes Event. Aber ja. Das größte Event war ja, dass ja zwei deutsche Mannschaften im Finale von einem internationalen Turnier standen. Falls du das mitgekriegt hast. Ach so? Ja, hab ich nicht bekommen. Ah, siehst du mal. worauf ich da eigentlich eingehen wollte, war, Bayern steht ja immer so ein bisschen in der Kritik, dass sie ihre Spieler ja mit so ein bisschen unseriösen Methoden kaufen. Meinst du mit Geld? Naja, Geld wäre noch nicht mal unseriös, aber so. Ich weiß nicht, so. Keine Ahnung. Ich verstehe gerade nicht, worauf du hinaus willst. Also, sie kriegen ja schwierig. Geld durchs Gewinnen von den ganzen Pokalen. Ja, aber die haben so eine Vormachtsposition mittlerweile. Die haben so viel Geld, dass sie immer neue Spieler, immer bessere Spieler, dass sie immer mehr gewinnen, dass sie immer mehr Geld haben, dass sie immer bessere Spieler, dass sie immer mehr gewinnen, dass sie immer mehr Geld haben. Und genau das ist der Fakt, dass genau deswegen hasse ich zum Teil Bayern. Weil sie kaufen sich einfach alle Spieler und machen somit die Bundesliga kaputt. Zum Beispiel, sie haben sich jetzt von Dortmund Mario Götze gekauft, also der wird nächste Saison da spielen. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, ist mir auch gerade egal. Ja. Also auf so ein jeden bisschen Fall kennt man sich schon aus. Ja. Auf jeden Fall will ich. Warte mal ganz kurz. Das brauche ich. Will ich darauf hinaus, dass sie die ganze Bundesliga kaputt machen. Tja. Sie kaufen sich einfach die besten Spiele aus der Bundesliga und international. Und somit werden sie halt stärker, aber ihre Gegner, die sind schwach. Für sie ist das zwar gut, weil sie dann immer mehr Geld scheffeln und immer mehr verdienen dadurch allgemein. Aber ich finde,
ist einfach nur Kacke, weil sie somit, wie schon gesagt, die Bundesliga kaputt machen. Und das ist echt schade, weil Bremen stand jetzt kurz vorm Abstieg in die zweite Bundesliga. Und ich weiß nicht, ob das zum Teil die Schuld von Bayern ist, weil sie sich Pizarro gekauft haben. Und Pizarro kommt bei Bayern nicht so zum Einsatz. Entschuldigung. Ja, es mag schon irgendwie sein. Also der Grundgedanke ist so, wäre das eine Firma, so wie bei der Telekom, würde jetzt das, was für ein Amt hat sich da eingeschaltet? Ich habe den Namen vergessen. Verdammt, ich wollte so ganz schlau daherreden, aber habe den Namen vergessen. Das Amt, welches sich so darum kümmert, dass man sich so, dass keine Firma irgendwie eine Vormachtsposition bekommt. Wie ist denn das Amt? Kartellamt? Nee, Kartellamt, doch. Kann sein. Blau, blau, grün. Ich glaube, es war das Kartellamt. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Zum Beispiel sowas müsste es in der Bundesliga geben, finde ich. Sowas wie das Kartellamt. So eine Einschränkung oder was? Sowas wie, nee, wirklich so eine Institution oder so eine unabhängige, weiß ich nicht. Weiß ich, irgendwie sowas halt. Was halt kontrolliert, dass niemand zu groß oder zu mächtig wird, dass dann die anderen nicht mehr nachziehen könnten. Wie es ja momentan eigentlich so ist. Also eine Einschränkung im Grunde. Ja, dass man halt nicht zu viel Geld verdient. Iron, ja, warte mal ganz kurz. Ich bin gerade am Basteln. Und, also bei Firmen gibt es das jetzt und deswegen das Kartellamt. Ich behaupte, es ist das Kartellamt. Geht ja jetzt gegen die Telekom vor und will sich das Ganze mal genauer anschauen, weil die jetzt doch meinen, das könnte nicht so ganz rechtens sein. Weil Netzneutralität und so weiter und so fort geht ja damit verloren. Wurde ja alles schon alles 100.000 Mal durchgekaut auf verschiedenen YouTube-Kanälen und sonst wo. Netzneutralität geht total verloren und wenn es die Telekom macht, machen es dann auch andere und von der Telekom sind ja viele Betreiber abhängig. Zum Beispiel jetzt, Unity Media, wo ich jetzt bin, nicht. Aber zum Beispiel jetzt Alice, 1&1, Vodafone, NetCologne, die sind ja alle vom Netz der Telekom abhängig. Und da würde es dann sicherlich irgendwelche Einschränkungen für alle geben. Und dann gibt es dann noch das Kabelinternet, aber das Kabelinternet würde dann auch mitziehen, weil die dann sicher dann sagen, ja, da gibt's ja Geld zu verdienen, ne? Also das ist so eine Sache. Deswegen sage ich, es sollte so auch in der Bundesliga oder im weltweiten Fußball so eine Institution geben, die halt so ein bisschen überwacht und so ein bisschen maßregelt, wer wie viel verdient. Alter, noch mehr Diamanten. Wer wie viel verdient und damit es auch immer gleichbleibende, faire Chancen für alle gibt. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich glaube nicht. Oh, kacke, 2,5 Herzen. Oh, leck mir doch die Füße. Ja, Füße ist besser. Also ist auch ekelhaft, aber... Was? Wo bist du gerade? In der Höhle unten, beim Turtle. Also jetzt schwer zu erreichen. Hier ist alles zugebaut. Ich folge einfach mal dem Weg. Ich sehe deinen Namen. Mein Gott. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber... ob das für die Bundesliga... Komm kurz her. Warte. Willst du weiter turteln dann mal? Noch? Oh ja, cool. Willst du mal weitermachen? Mir egal. Nach hinten hin, so. Auf jeden Fall, ja, du wolltest ja speziell darauf aus, dass es für die Bundesliga sein sollte, oder nicht? Also sowas ähnliches. Nicht, naja, in Deutschland ist vielleicht sowas ganz gut durchzukriegen. Weltweit ist halt schwierig, aber in Deutschland kriegt man sowas vielleicht ganz gut durch, das weiß ich nicht. So, bitteschön. Naja, ich glaube nicht, dass sowas im Fußball oder so durchgesetzt wird, weil es ist echt eine schwierige Sache, sag ich jetzt mal. Ja, ne. Aber auf der anderen Seite wäre es auch wieder fair. Aber gut, wer würde sich das dann eingestehen? Ich denke, Bayern würde da dann auch wieder... Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die würden dann irgendwen bestechen, damit das nicht durchgesetzt wird. Weil wenn man Geld hat, neigt man gerne mal dazu, das auch einzusetzen. Auf verschiedenen Wegen. Ja, das ist klar. Das ist klar. Tja.
Ich kann nur sagen, achso, und dann noch was. Ich schweife gleich weiter in das nächste Themengebiet, so was sich damit so zusammenhängt. Es gibt ja, sobald Fußball gespielt wird, gibt es irgendwelche Facigans, also Hooligans, die auf Facebook sind, Facigans. Deal with it. Okay. Und das habe ich gestern wieder übelst gesehen. Die Leute beefen sich einfach übelst. Man kann nicht sagen, welcher Verein besser ist. Man kann es vielleicht so ein bisschen einschränken, der hat die besseren Spieler oder die besseren Taktiken, aber besser? Kann man jetzt besser sagen? Naja, ich finde mein Verein, Verein halt am besten, weil es ja, mein aber Verein würdest ist du halt jetzt zum Beispiel so auf Facebook dich jetzt wirklich übelst mit anderen beefen, obwohl du wüsstest, dass sowieso keiner nachgeben würde? Nein. Aber das natürlich machen Leute. Nicht, weil und ich habe das jetzt oft gelesen und Beleidigungen teilweise dabei. Krass. Jeder hat seine eigene Meinung zu seinem Verein. Also jeder steht halt zu seinem Verein. Mit seiner eigenen Meinung und sie wollen es halt verteidigen. Hast du noch ich kann es zum Teil verstehen. Ja, natürlich habe ich vielleicht. Sie wollen es zum Teil verteidigen, was ihre Mannschaft so erreicht hat oder erreichen will. Ja klar, muss man aber da so gleich so hart werden, so. Nein, hart brutal. Nicht. Brutal. Also ich zum Beispiel. Ich würde jetzt von virtuellen Schlägereien. Ich würde jetzt von virtuellen Schlägereien reden. Ich mache es jetzt zum Beispiel zum Emirates, okay, zum Spaß mit jemandem, mhm, weil ich schreibe dann so wie, haha, dein Team hat verloren, Doppelpunkt P. Ja, das ist okay, aber. Und, ja, dann gibt es halt so ein Witz zurück oder so. So einen kleinen Joke halt. Ja, aber wie gesagt, ich sehe halt teilweise auf Facebook echt so, ey, du Hurensohn, und, ja. Ja, das ist echt übertrieben, also. Also, es gibt halt echt Leute, die schlagen sich da teilweise drum, wer gewonnen hat, und dann posten irgendwelche Schlampenseiten auf Facebook. Entschuldigung, ich mag das Wort. Geh mal kurz weg. Irgendwelche Schlampenseiten auf Facebook posten. Warum dann Bilder. Ist hier kaputt gegangen? Posten dann irgendwelche Bilder von. Was habe ich denn vorhin gelesen? Zum Beispiel. Ist denn meine Dings kaputt gegangen? Nö. Wie zum Beispiel, jetzt posten die irgendwelche Sachen, so anstößige Sachen, so halt, so weißt du, die halt wirklich herausfordern, irgendwie Leute zu beleidigen. Alter. Mein Ding, da ist das auch im Arsch, naja. Gott sei Dank haben wir so fette Rüstung. Ach, du hast keine Rüstung. Oh ja. Kriegst du Schaden? Du immer ja, hier nicht mehr. Na, stimmt. Aber ich krieg keinen Schaden, wenn ich daneben stehe mit der Rüstung. Naja, sagen wir das dann mal ein. Also auf jeden Fall, Fußball ist so ein Thema. So eine Sache für sich. Wo man, wo es halt viel. Alter, lag das gerade? What the fuck? Oh ja, das hatte ich gerade auch. Wo halt übelst viel gestritten wird und teilweise so heftig, dass ich mir. Cool. Dass ich mir manchmal denke, Alter, der Typ wird sowieso nicht nachgeben. Warum streitest du dich mit ihm? Warum machst du das? Das ist sinnlos. Ja. Aber gut, das sind wahrscheinlich einfach Menschen. Ja, es sind einfach Menschen. Ich habe gedacht, das sind Kannibalen. Nein, so sind wahrscheinlich einfach Menschen, die Menschen wollen einfach streiten. Achso, das meinst du nicht. So kann ich es mir erklären zumindest. Alter, du zerstörst hier alles. Oh, wow! Stell dich doch nicht genau vor mich. Ach, ich habe doch Rüstung. Hast du viel Schaden gekriegt? Ein Herz. Hast du meine Rüstung eigentlich schon gebaut? Nein, hast du nicht. Nee, aber ich sammle ja gerade Rohstoffe, damit ich es machen kann. Alter. Was. Du solltest es nicht so tun. Alter, das Turtle ist. Warte mal, geht's hier weiter? Ja, Alter, hier geht's schon weiter. Der Turtle ist übelst schnell. Redstone. Du könntest den eigentlich mal entleeren, oder nicht? Au. Aua. Wow. Der hat mich richtig zurückgeschleudert.
Trend ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich möchte nur mal anmerken, die 15 Minuten sind voll. Fips. Nein. Doch. Und es geht jetzt übelst schnell, oder? Wenn man sich mal einen Timer stellt. Naja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn wir wieder irgendein Thema haben. Ja. Bis dahin würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe einen Spruch. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Das ist darüber kann man streiten, aber ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.